Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Gianmarco Putzteufel. Ja, heute zeige ich euch aus dem Flyer das Waschmittel Aktiv. Wir haben ja unser Aktivwaschmittel im Angebot, im Flyer, in dem jetzigen Flyer für 34,90. Der Standardpreis sind 39,90, aber wir haben hier bei unserem Aktivwaschmittel in dem Flyer auch nochmal eine Dosierkugel mit dabei. Wer das Waschmittel noch nicht kennt, empfehle ich euch wirklich, probiert es einfach mal aus. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe unser Waschmittel, wie es auf den Markt kam, da hieß es ja noch Synthetikwaschmittel, war etwas anders in der Zusammensetzung, habe es ja nicht ausprobieren wollen, weil das Waschmittel riecht eben ganz, ganz toll und es hat mich immer an Weichspüler erinnert. Und ich kann Weichspüler überhaupt nicht ab, darum habe ich das erst nicht verkaufen wollen, beziehungsweise wollte es auch nicht benutzen. Dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt probierst du es aus und ich war begeistert. Also ich liebe unser Waschmittel, ich nehme es wirklich für alles. Ihr könnt mit unserem Waschmittel aktiv, so heißt das jetzt, weil der Name Synthetik-Waschmittel war sehr irreführend. Viele haben gedacht, man darf es nur für Synthetik nehmen. Nein, darf man nicht. Waschmittel aktiv ist etwas verbessert worden noch für alle Textilien. Man kann es wirklich nehmen für alles. Ob ich nun Synthetik habe, funktioniert super. Gerade auch für unsere Fasern funktioniert es sehr gut. Aber auch für alle anderen Textilien. Für Synthetik, für Baumwolle, für Mischgewebe, für alle möglichen Textilien. Außer, jetzt haben wir zwei Ausnahmen. Das ist einmal die Seide und Wolle. Für Seide und Wolle sollte man das nicht nehmen. Da sollte man ein Feinwaschmittel nehmen oder ein Wollwaschmittel extra nehmen, also nicht unser Waschmittel. Ansonsten für alle Textilien geeignet, nur nicht für Wolle und für Seide. Unser Waschmittel aktiv arbeitet mit Enzymen. Zum Beispiel dieses Enzym, um Fett zu entfernen oder Eiweiß zu entfernen. Das ist auch das Ding, weshalb ich keine Seide und keine Wolle waschen soll, weil in dieser Wolle, in der Seide sind Eiweißverbindungen drin und die würden die Enzyme dann im Laufe der Zeit auflösen und es wäre nicht gut für die Faser. Also bitte keine Wolle und keine Seide damit waschen. Ansonsten alles. Und unser Waschmittel hat einen super Duft, riecht also wirklich gut. Ich kann das schon in der Verschlusskappe kann ich das schon riechen. Wirklich ganz toll. Und es ist extrem sparsam. Wir brauchen nur bei einer normalen Waschladung, bei normaler Verschmutzung 30 Milliliter. Mehr brauchen wir nicht. Wir können sogar etwas weniger benutzen. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt wirklich ganz, ganz extrem sparsam damit arbeiten. Bei der Wäsche ist es sowieso so ein Ding. Waschen kann ich auch so nicht richtig zeigen. Es würde alles viel zu lange dauern. Ich möchte nur mal so ein paar Sachen erklären, wie wir mit Gianmarco waschen. Ich persönlich hatte wirklich extreme Wäsche, privat, und die musste ich reinigen. Das waren Hemden, die waren am Kragen sehr stark verschmutzt. Und da habe ich gedacht, wow, die kriegst du nie wieder sauber. Ich bin dann aber beigegangen mit unserem Waschmittel, habe sie ganz einfach mit unserem Duopet Mini grüne Reinigungsfaser eingerieben. Ich habe dann teilweise, je nachdem wie stark die Verschmutzung war, zusätzlich unser Spray and Wash genommen. Das können wir nämlich auch super für die, na wohl, da, so ist es richtig rum. Unser Spray and Wash können wir super nehmen, wenn wir Kragenschmutz haben oder Grasflecken. Das ist ja so ein Waschkraftverstärker, den man aber auch für Polstermöbel nehmen kann. Also da kann ich auch gut mal Teppich von Flecken entfernen oder Polstermöbel mit reinigen, Autopolster mit reinigen, funktioniert super. Spray and Wash liebe ich auch. Ist eigentlich ein Waschkraftverstärker, kann man super nehmen, wenn man stark verschmutzte Wäsche hat. Auch das ist eine super Ergänzung zu unserem Waschmittel, wenn man speziell schwierige Flecken hat. Ganz viele Kunden probieren sehr viel aus und viele Kunden nehmen auch zum Fleckenentfernen unseren Intensivreiniger. Funktioniert fantastisch, kann ich super gut dafür einsetzen. Aber ich sage immer, lieber Kunde, probier es an einer unauffälligen Stelle aus. Weil es kann sein, wenn man Textilien hat, die nicht so intensiv eingefärbt sind, dass man mit dem Intensivreiniger unter Umständen leichte Farbveränderungen hervorruft. Darum sollte man es an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Wenn ich vorne einen Fleck habe und gehe da mit dem Intensivreiniger drauf und der Fleck ist raus, aber die Farbe ist auch raus, sieht es nicht so schön aus. Also von daher mit dem Intensivreiniger etwas vorsichtiger sein, aber bei starken Flecken funktioniert es eben super. Super gut und super schnell, aber etwas vorsichtiger sein. Wenn ihr helle Wäsche, weiße Wäsche habt, könnt ihr auch unsere Geilseife, ich weiß nicht, wer von euch die Geilseife schon hat, könnt ihr auch mit der Geilseife waschen. Einige Kunden von euch haben ja auch einen Thermomix. Ich selbst habe auch einen, der steht im Hintergrund.
Ich habe mir dann ganz oft schon Geilseife in kleine Stücke gebrochen oder geschnitten und habe sie ganz einfach in den Thermomix reingeschmissen. Habe sie dann zerschreddert in Pulverform fast und habe sie in eine Dose reingetan und dosiere sie dann mit einem Teelöffel. Gebe sie einfach bei der Wäsche mit dazu. Und gerade bei weißer Wäsche, in der Gastronomie sehr beliebt, weiße Wäschen, Schürzen, Kittel, wie auch immer, einfach mit der Geilseife waschen, funktioniert super. Die wird wieder richtig strahlend weiß, also wirklich super. Geilseife nur nicht bei farbiger Wäsche benutzen, weil das würde unter Umständen ausbleichen. Also wir haben viele Produkte für die Wäsche und ganz extrem super funktioniert eben unser Waschmittel aktiv. Wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es einfach mal aus, ihr werdet begeistert sein. Ein ganz, ganz tolles Produkt. 34,90 inklusive der Dosierkugel.